Die Stadt Quedlinburg präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit Regionalfernsehen Harz den Jahresrückblick 2016. Sechzehn glückliche Vereine aus Quedlinburg, Blankenburg und Thale bei der Harz-Sparkasse, die im Harzkreis insgesamt 56.000 Euro an Erträgen aus der PS-Lotterie für deren Projekte, Veranstaltungen und die Kinder- und Jugendarbeit vergeben konnte. Einen Schultag mit dem Ministerpräsidenten erlebten die Schüler der Klärs-Grundschule in der neuen Aula. Nach einer Zeitreise durch die Schulgeschichte präsentierte die AG Medien auch das Schulradio. Rolf Berg, Benedikt Tschörnig und Markus Bölling haben sich einiges vorgenommen. Mit einer spannenden Veranstaltungsreihe wollen die drei Schauspieler der Bühne 7 im Herzen der Stadt Leben einhauchen. Mit diesem Knopfdruck startete die Produktion neuer Kunststoffkomponenten made in Gernrode. Neues Standbein der Firma Q-Tech sind Flügelräder für VW-Kühlwasserpumpen. Übrigens, alle Sauganlagen für die Boxermotoren von Porsche kommen von hier. Im Festsaal des Rathauses begrüßte Oberbürgermeister Frank Ruch den Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Amerika, Scott Reedman, und präsentierte ihm die historische Altstadt anhand des originalgetreuen Holzmodells. Mit Kind und Kegel begleiteten die Quedlinburger den Faschingsumzug des QCV entlang der Null. Es regnete, zum Glück bei Sonnenschein, ordentlich Kamelle. Der Bürgermeister begleitete als Hippie den Faschingstross bis zum Finale am Rathaus. Das Finkenhaus erstrahlt in neuem Glanz. Mithilfe von Lotto Sachsen-Anhalt und der Stiftung Denkmalschutz wurden 379.000 Euro investiert. Hans-Jürgen Furcht und der Verein Coatus können nun das Gebäude wieder für den Adventskalender und andere Vereinsaktivitäten nutzen. Quedlinburg ist in Bewegung und Wirtschaftsförderung ist inzwischen Chefsache. Nach dem ersten Wirtschaftsforum im Kaiserhof widmete sich das zweite Treffen speziell der Entwicklung der Innenstadt unter Einbeziehung der Geschäftsleute der sogenannten Null. Am Quedlinburger Standort des Harzklinikums drehen sich die Kräne für ein neues Geriatriegebäude und auch für die Radiologie wurde ein neuer Magnetresonanztomograph, kurz MRT, angeschafft. Das neue Demenzzentrum in der Neustadt ist ein gelungenes Projekt des DHK, auch dank Landesmitteln. Wenn die Pläne von Geschäftsführer Michael Funke aufgehen, soll hier noch weiter kräftig investiert werden. Das Quedlinburger Unternehmen WFW Umformtechnik ist seit 3 Jahren in den Händen von Familie Olsen. Hier herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre sowie Teamgeist und die Produkte sind wieder weltweit gefragt. Thema im März ist auch die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingsfamilien und der sogenannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Freie Träger und Paten berichten über den Einzug der Familien in Wohnungen in der Stadt oder andere Einrichtungen bei einem Treffen im Rathaus. Endlich konnte Oberbürgermeister Frank Ruch im Stadtrat den Verkauf des Kurzentrums in Bad Suderode bestätigen. Die Kaufsumme wurde komplett bezahlt. Der THW-Ortsverband Quedlinburg feierte sein 25-jähriges Jubiläum. Als Ortsbeauftragter begrüßte Lars Deuter die Mitglieder, Helfer und Ehrengäste. Ich bin gerne hierher gekommen in den, so finde ich, schönsten Ratssaal von Sachsen-Anhalt und möchte Ihnen und Ihrer THW-Familie herzlich danken für 25 Jahre Einsatz und Engagement und das alles ehrenamtlich. Abschließend wurde die neue Vereinsstandarte präsentiert und übergeben. Der Wahlsonntag, 18 Uhr. Konzentriert sorgten hier die Helfer für die korrekte Auszählung der Stimmen. Schnell zeichnete sich der vermutete Trend ab, dass die AfD deutlich mehr Stimmen als die etablierten Parteien gewinnen würde. Lediglich Ulrich Thomas und die CDU behaupteten sich knapp. Alle anderen waren wie im Landestrend die deutlichen Verlierer des Abends. Quedlinburg drückt auf den Turbo. Für den Breitbandausbau durch die Telekom in fast 13.000 Haushalten wurde am 17. März die Vereinbarung unterzeichnet. Der Frühling hat begonnen, der Bücherfrühling auch. Viele verschiedene Angebote und Abende luden zum literarischen Vergnügen in Quedlinburg ein. Nach einigen Instandsetzungsarbeiten konnten jetzt Frank und Sven Reichow in ihrer Werkstatt den alten City Cleaner wieder einsatzbereit an die Stadt übergeben. Nun kann er für etwas mehr Sauberkeit in der Stadt sorgen. Anstieg bei den Übernachtungen, mehr internationale Gäste und schon jetzt kaum noch freie Zimmer für die Adventszeit. Quedlinburg bleibt einer der absoluten Hotspots im Harzer Tourismus, bestätigt die QTM mit den Übernachtungszahlen für 2015.
Die Nacht liegt noch über Gernrode und der vollbesetzten Stiftskirche St. Cyriakus. Im Dunkeln stellen Gemeindemitglieder die Geschichte der Auferstehung Christi nach und das nur im Schein der Kerzenlichter. Auch die Osterprozession begleiten hunderte Besucher. Das Harzklinikum hat den Fachkräftebedarf perspektivisch im Blick. Mit dem ersten Erksleben-Stipendium für den Harz wird Marie-Therese Gassmann während ihres Medizinstudiums in Halle unterstützt, um danach in die Region zurückzukehren. Riesige Resonanz erlebte im März die Eröffnung des Citroën-Autohauses im Quedlinburger Gewerbegebiet Bicklingsbach. Alfred Konrad erweiterte damit seine Markenvielfalt in der Region. Anpacken statt meckern beim alljährlichen Frühjahrsputz. Mit Gummistiefeln, Müllsäcken und Handschuhen ausgerüstet wurden jede Menge Glasflaschen, aber auch Plastikmüll aus dem Müllgraben gefischt. Beim Landeswettbewerb Jugend forscht in Magdeburg überzeugten im April im Fachgebiet Technik auch Quedlinburger Schüler des Gutsmuts-Gymnasiums die Jury. Mit ihrem Projekt zur Untersuchung des Energieverbrauchs von Kfz-Felgen belegten René Gorges, Cosmo Wenzlau und Leon Wendland den ersten Platz in ihrem Fachgebiet. Feuerwehr-Großeinsatz und der Einsturz der Stützmauer in der Mühlenstraße waren die Bilanz der Unwetternacht im August 2015. Nach der vorübergehenden Sicherung wurde im Sommer die Mauer im Auftrag der WoWi saniert. Fertiges und Fragmente präsentiert Ottfried Fischer als Anekdoten aus seinem Leben auf der ausverkauften Bühne 7. Und der bayerische Volksschauspieler ist gern in der Stadt. Schön habt ihr es hier und ich komme auch bald mal wieder und dann können wir wieder einen Kaffee trinken zusammen. Im April war Quedlinburg Treffpunkt von über 300 internationalen Reisefachleuten und Journalisten anlässlich des Pre-Openings des 42. Germany Travel Mart. In einer abwechslungsreichen Abendveranstaltung konnten die QTM, die Stadt und verschiedene Hotels und Gastronomen die Touristiker von Quedlinburg positiv überzeugen. Spatenstich für den Weiterbau der Ortsumfahrung Quedlinburg im Zuge der L66. Das Land investiert 5 Millionen Euro in die beiden 2,5 Kilometer langen Bauabschnitte sowie zwei Regenrückhaltebecken und neue straßenbegleitende Radwege. Musik und stimmungsvolle Klänge mitten in Quedlinburg. Im Brauhaus Löde herrscht im Mai immer ausgelassene Stimmung und großer Andrang beim Bockbieranstich mit Braumeister Friedrich Reimann. Sie wollen zeigen, dass es sie gibt. Sie wollen für Mitbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben kämpfen und darum versammeln sich zum inzwischen 16. Europa-Aktionstag in Quedlinburg wieder zahlreiche Vereine und Organisationen auf dem Marktplatz. Zum diesjährigen Frühlingsfest präsentiert sich die Steinbrücke in Quedlinburg wieder festlich herausgeputzt. Bei Sonne und mit frischem Grün lockte die beliebte Einkaufsmeile viele Einheimische und Gäste an. Das wohl größte Pfingstferienprojekt der Region öffnete zum 12. Mal seine Tore. In der Kinderstadt Andershausen im Ökogarten können Kinder leben wie in einer echten Stadt und das ganz ohne Erwachsene. Die Besucherzahlen erreichten mit bis zu 400 Kindern täglich ungeahnte Höhen. Beim Tag der Helfer präsentieren im wahrsten Sinne des Wortes Feuerwehr und THW einen Tag lang ihr Können. Insbesondere bei einem nachgestellten Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen und nach einem Unglücksfall mit Gefahrgut. Entlastung für die Stadt. Dank eines Bewilligungsbescheides über 14,6 Millionen Euro, den Staatssekretär Michael Richter überbracht hatte, kann sich der Oberbürgermeister angesichts des dennoch defizitären Stadthaushalts nicht zurücklehnen, aber zumindest die Akte Kurzentrum nun endlich schließen. Im Bereich Kaplanei und Konvent startete die grundhafte Sanierung in einer gemeinsamen Maßnahme von Zweckverband Ostharz, Stadtwerken und der Stadt. Für 692.000 Euro wurde ein neuer Regenwasserkanal gebaut, sowie Schmutzwasserkanal und Trinkwasserleitung komplett erneuert. Die Schotten waren wieder da. Der Freundeskreis Scottish Pipes and Drums e.V. hatte wieder ein tolles zweitägiges Programm auf dem Stadtwerkeparkplatz zusammengestellt. Jubel für die Fußballfans, torreiches Finale und Aufstiegsparty für den Quedlinburger SV. Die Fans feierten den direkten Aufstieg in die Landesklasse. Jetzt geht's los. Für den Highspeed-Netzausbau wird die Telekom in den kommenden Monaten 27 Kilometer Glasfaser verlegen und 65 Multifunktionsgehäuse technisch um- und aufrüsten. Quedlinburg macht Platz für neue Häuser am Galgenberg. Wer statt Fachwerksanierung einen Neubau bevorzugt, findet nun hier mit Blick zum Lehhof attraktive Grundstücke unterschiedlicher Größen. Den Meisterschaften zuvor boten die Stadtwerke Quedlinburg den Parkplatz mit Tribüne und neuer LED-Wand zum Open-Air-Fußballerlebnis an. EM-Fußball-Feeling, wie man es sich vorstellt.
Der Investor des Kurzentrums präsentierte im Juni die ersten Pläne und Ideen. Demnach sollen 30 Millionen Euro in ein neues Bettenhaus mit zunächst 120 und später 150 Zimmern und den weiteren Ausbau investiert werden. 2018 soll das Behringer Gesundheitshotel und Veranstaltungscenter an den Start gehen. Höhepunkt war im Juni das Festwochenende anlässlich 55 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Ulnoa-Almerie und Quedlinburg, in dessen Rahmen auch der Freundschaftsvertrag verlängert wurde. Im Oktober 2013 begann die Restaurierung der Quedlinburger Roland-Figur. An die Unterstützung von Partnerbau und der damaligen Ostharzer Volksbank erinnert nun eine Tafel von Bildhauer Professor Wolfgang Dreisse, die Bürgermeister und Spender gemeinsam enthüllten. Die Stadt Quedlinburg präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit Regionalfernsehen Harz den Jahresrückblick 2016. Die Marktkirche St. Benedikti ist für Quedlinburg-Besucher auf dem Weg vom Marschlinger Hof in die Innenstadt erster Anlaufpunkt und lädt täglich zur Besichtigung ein. Tausende Besucher staunen hier jeden Monat über das Kircheninnere. Dazu zählt auch die Dauerausstellung, die Manfred Mittelstädt und weitere Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins vor 20 Jahren aufwendig und vor allem ehrenamtlich aufgebaut haben. Mike Possekill und seine Kameraden sind stolz auf ihr neuestes Fahrzeug. Ein Dreivierteljahr mussten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Quedlinburg auf den neuen Gerätewagen warten. Der soll ihnen die Arbeit im Einsatz etwas einfacher machen. Mit ordentlich Stauraum und nagelneuer Innenausstattung im Laderaum ist er fortan bei allen großen Einsätzen dabei. Gemeinsam Spaß haben, gemeinsam lernen und trainieren. Zum inzwischen vierten Mal treffen sich dazu die Kinder- und Jugendfeuerwehren aus Quedlinburg, Rieder und Ballenstedt in Quarnbeck. Ein ganzes Wochenende lang stehen im Zeltlager Üben und Teamarbeit im Vordergrund. Etwa 80 Mitglieder zählen die Kinder- und Jugendabteilungen der einzelnen Wehren. Sie sind die Zukunft und deswegen sollen sie schon früh lernen, worauf es im späteren Einsatz ankommt. Sparen, gewinnen, Gutes tun. Unter dieser Devise beteiligen sich die Kunden der Harzsparkasse seit Jahren an der PS-Lotterie. Dabei profitiert man nicht nur selbst durch die Chance auf attraktive Gewinne, sondern unterstützt auch Vereine und Organisationen. Zweimal jährlich werden die sogenannten PS-Zweckerträge in den 6 Regionalmärkten wie hier in Quedlinburg ausgeschüttet. Dieses Mal profitieren 17 Vereine, die die finanzielle Unterstützung für die verschiedensten Zwecke einsetzen. Erneut sorgte der Verein Quedlinburg Swingt auf dem Marktkirchhof für ein spannendes Programm, das bei den Besuchern auf großes Interesse stieß, und auch der Dixie Train war wieder Highlight des Sommers. Es geht voran in Quedlinburg. Nach inzwischen anderthalbjähriger Bauzeit nehmen die Terrassengärten am Nordhang des Schlossberges mehr und mehr Gestalt an. Insgesamt 16 Parzellen entstehen aktuell neu an historischer Stelle, wo einst schon Äbtissin Anna Amalia ihre Obstgärten bewirtschaften ließ. Wenn zum Jahresende die Bauarbeiten laut Plan abgeschlossen sind, sollen hier bald wieder die Hobbygärtner unterwegs sein. Das 16. große Benefizkonzert des MDR-Sinfonieorchesters zugunsten der Lebenshilfe Harzkreis Quedlinburg sorgt für vollbesetzte Reihen in den historischen Mauern der Stiftskirche. Die Veranstaltung und deren Erlös kommt dem neuen Wohnprojekt am Marschlinger Hof zugute. Noch wird fleißig geklebt, gestrichen und gewerkelt, wo schon bald die neue Kinder- und Jugendstation im Quedlinburger Harzklinikum in Betrieb gehen soll. Schon zum Ende der Woche soll dann auf Station 2 nichts mehr an Bauarbeiten und Malertrupps erinnern. Ab dann ist die ehemalige chirurgische Station das neue Reich von Stationsschwester Corinna Werner und ihrem Team. Bis zu 14 junge Patienten haben dann auf der neuen Station Platz. Unsere Stadt soll sauberer werden, dachte sich Sylvia Marschner. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie in der Breitenstraße ein Hotel. Zuletzt waren Müll und Schmutz nicht nur ihren Gästen zunehmend ein Dorn im Auge. Abhilfe soll nun ein neuer Mülleimer schaffen, der in direkter Nachbarschaft errichtet wurde und den die Marschners auch selbst bezahlt haben. 3, 2, 1, damit ist es eröffnet, das inzwischen 16. Gildefest in Quedlinburg. Ein ganzes Wochenende lang präsentiert sich Quedlinburg dann nicht nur mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten und dem bunten Programm auf den verschiedenen Bühnen, sondern vor allem als Einkaufsstadt. Die Quedlinburger Kaufmannsgilde war es nämlich, die damals die Idee zum Festwochenende hatte. 1916 geboren, macht sich Fotograf Heinz Kittel nicht nur mit Porträts und Passbildern einen Namen, wie sie in seinem Laden zu Tausenden entstanden sind.
Eine eigene Ausstellung zum 100. Geburtstag. Das war bis an sein Lebensende der größte Wunsch des Quedlinburger Fotokünstlers. Dass es dazu nun wirklich kommen soll, wäre für seinen Vater die wohl größte Ehre gewesen, erklärt Reinhard Kittel. Er hatte immer auch die Rückkopplung, weil er auch im Kulturbund gearbeitet hat, dass er geehrt wurde, war für ihn auch eine gewisse Bestätigung seiner gesamten Arbeit. Und er hatte, bevor er verstarb, mir auch gesagt, er würde gerne vielleicht auch ein Buch und bestimmte Dinge ausstellen. Und wichtig ihm, dass in den Archiven wie im Theaterarchiv oder Quedlinburg oder Schloss Archiv, die Dinge lebendig bleiben. Er wollte also, dass das auch ausgestellt wurde. Und das wäre für ihn auch ein wirkliches Highlight gewesen, wenn er das erlebt hätte. Groß, hell und geräumig sind sie, die neuen Ferienapartments im Anno 1560 in der Pölle in Quedlinburg. Insgesamt 7 davon stehen ab sofort für Übernachtungsgäste zur Verfügung. Bis das neue Objekt in altehrwürdigen Mauern eröffnen konnte, war es ein weiter Weg. Gemeinsam mit Familie, Freunden und Weggefährten gab Eigentümer Hans-Joachim Scharlach nun den Startschuss. Ein gut besuchtes Fest für die ganze Familie sieht irgendwie anders aus. Verhalten war der Zulauf beim großen Familienfest der Harzer Schmalspurbahnen am Wochenende in Quedlinburg. Nachwuchs bei der Quedlinburger Stadtverwaltung. Stefanie Neier aus Halberstadt und Pascal Weisel aus Warnstedt sind die Neuen. Die zukünftige Verwaltungsfachangestellte und der Stadtsekretär Anwärter wurden nun offiziell im Rathaus von Oberbürgermeister Frank Ruch begrüßt. Bis hierher war es für beide ein weiter Weg. Stefanie Neier konnte sich im Auswahlverfahren gegen 61 Konkurrenten durchsetzen. Während sich die angehende Verwaltungsfachangestellte nach einer Tätigkeit im Einzelhandel neu orientiert hat, hatte sich Pascal Weisel in der Firma des Vaters schon einen genaueren Einblick verschafft, welche Aufgaben in der Verwaltung anfallen. Mehr als 30 Vereine präsentierten sich am Vortag des Tag des offenen Denkmals gemeinsam mit zahlreichen Quedlinburgern beim Denkmalfrühstück unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters auf dem Marktplatz und setzten ein Zeichen für das Wir-Gefühl. Das bürgerschaftliche Engagement für das UNESCO-Welterbe und die Heimatstadt standen dabei im Mittelpunkt. Am Tag des offenen Denkmals luden dann über 60 geöffnete Denkmale und Veranstaltungen zu einem Besuch ein. Das Wochenende ist seit Jahren ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt. Großes Interesse fand auch die Industriebrache, die als Wohngebiet Brauns Quartier revitalisiert werden soll. Das Harztheater startete in Quedlinburg in die 25. Spielzeit. Mit dem Kammerballett The Fall setzt sich Can Aslan ein weiteres Mal mit wesentlichen Aspekten des Sündenfalls auseinander. Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag lockte viele, viele Besucher auf den Quedlinburger Strohberg gleich hinter dem Münzenberg. Aus dem ehemaligen Schieberhaus der Wasserwirtschaft ist durch den ehrgeizigen Tatendrang des Vereins und vor allem durch die im Dezember aufgesetzte Kuppel das Projekt Sternwarte greifbar und ersichtlich geworden. So konnten die Vereinsmitglieder viel berichten und ermöglichten auch imposante Sonnenbeobachtungen. Für das großartige Engagement des Vereins und auch als Dankeschön für die astronomischen Betrachtungen, die der Verein den Senioren im Azurit-Seniorenzentrum geboten hatte, bedankte sich Heimleiterin Astrid Staudenraus mit einer Spende für weitere Baumaßnahmen. Hendrik Brücke blickt optimistisch auf die weiteren Projektfortschritte, auch verbunden mit der Hoffnung auf Fördermittel, die der Verein benötigt, um das spannende Projekt erfolgreich zum Ziel führen zu können. Wirtschaftsjunioren unterstützen Gernröder Grundschule. Musikunterricht kann sehr viel mehr sein als immer nur Lieder singen. Diese Erfahrung durften jetzt die Kinder der Grundschule am Hagenberg in Gernrode machen. Gemeinsam mit Musiklehrerin Susanne Köckert entdecken die Kinder ihr Gefühl für Rhythmus und Takt. Möglich wurde das durch die Harzer Wirtschaftsjunioren. Und obwohl es noch knapp 90 Tage bis zum Weihnachtsfest sind, wurden die 99 Grundschüler schon jetzt reich beschenkt. Südhanglage und Spätsommersonne. Die besten Voraussetzungen für einen guten Jahrgang, sagen jedenfalls Jürgen Hanisch und seine Mitstreiter von der Interessengemeinschaft, die sich derzeit fleißig am Quedlinburger Schlossberg tummeln. Jetzt zum Herbstanfang ist Erntezeit am Weinberg 99 Reben an der Stiftskirche. Bei 2 Kilogramm Traminer-Traubenausbeute pro Rebe kommt da schnell einiges zusammen. Insgesamt 35 Liter sind bei der Ernte des vorigen Jahres herausgekommen und die wurden im Kreise der Hobbywinzer und Helfer der Initiative gemeinsam probiert. In einer gemeinsamen Sitzung aller Ausschüsse der Stadt wurden die Pläne für die konzeptionelle Aufwertung des Areals um das ehemalige Freibad Klietz vorgestellt.
Für das ehrgeizige Projekt soll Baurecht geschaffen werden und als Voraussetzung für die Beantragung möglicher und notwendiger Fördermittel. In der darauffolgenden Stadtratssitzung stimmte der Stadtrat dem erforderlichen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan zu. Unübersehbar in der Schillerstraße hat das Quedlinburger Unternehmen Heisat seinen neuen Firmensitz bezogen. Die Heizungs- und Sanitärfirma hat innerhalb eines Jahres ein perfekt an die Bedürfnisse des betrieblichen Alltags angepasstes Objekt errichtet. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Baustart begrüßen Geschäftsführer Michael Fischer und Firmengründer Wolfgang Fischer zahlreiche Gäste, Freunde, Geschäftspartner und Vertreter der Stadt zur offiziellen Eröffnung des Neubaus. Es sieht ganz so aus, als hätten die Mitarbeiter der Gernröder Kuckucksuhrenmanufaktur gerade erst ihren Arbeitsplatz für eine Zigarette oder einen Kaffee verlassen. Doch schon seit 2009 ruht die Produktion. Seitdem ist es still geworden um die weltgrößte Kuckucksuhr außerhalb des Schwarzwalds in Gernrode. Doch nun kommt wieder Bewegung in die Fabrik. Der neue Eigentümer Christian Bertram ist Gernröder mit Leib und Seele und hat große Pläne für die traditionsreiche Fabrik. 90.000 Gäste zählte die Uhrenfabrik im Jahr ihrer Schließung und alle, die aktuell noch tatkräftig anpacken, sind fest davon überzeugt, das schaffen sie nochmal. Beschaulich sind sie, die verwinkelten Gassen der Welterbestadt Quedlinburg. Was den einen freut, ist für andere aber oft einfach nur hinderlich. Gerade Menschen mit Behinderung haben es auf den unebenen Gehwegen mit ihren hohen Bordsteinkanten oder auf den Straßenpflastern besonders schwer. Das soll sich ändern, deswegen macht sich Oberbürgermeister Frank Ruch einmal im Jahr mit Bürgern mit Handicap und Experten der Lebenshilfe Harzkreis Quedlinburg auf den Weg durch die Stadt. Vor allem gehe es darum, die Gesamtproblematik stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen. Es sind nicht einfach nur grüne Büsche, die da auf dem Kräuterbeet des Quedlinburger Ökogartens wachsen. Petersilie oder Lavendel kannten die meisten Kinder wohl schon vor der Herbstferienaktion, zu der Leiterin Britta Appelt im Kräutergarten eingeladen hatte. Nichtsdestotrotz gibt's wohl auch noch viel Neues zu entdecken. Und das war auch der Sinn der Aktion, die gemeinsam mit der Kinderakademie aus Wernigerode durchgeführt wurde. Neben der sinnvollen Freizeitgestaltung geht's im Ökogarten vor allem darum, Kindern ein Gefühl für die Natur zu vermitteln, in der sie leben. Ein Ansatz, der bei den Kindern gut ankommt. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als hätten die Archäologen wild in der Landschaft herumgestochert. Entdeckt wurde die Anlage im Jahr 2000 beim Überflug durch Wuchsunterschiede in einem reifen Getreidefeld. Seit 2010 arbeiten das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und das Institut für prähistorische Archäologie der Freien Universität Berlin immer in den Semesterferien an der sogenannten 7000 Jahre alten Kreisgrabenanlage Quedlinburg I. Man muss schon sehr genau hinsehen, wenn man den Spuren der Zeit zu Leibe rücken will. Genau das ist die Aufgabe von Restauratorin Anja Romanowski und ihrem Kollegen. Im ottonischen Kellergewölbe des Quedlinburger Schlossmuseums arbeiten sie mit Hochdruck und sensibelsten Geräten daran, Schäden an den über 40 Stuckfragmenten aus dem 10. Jahrhundert zu lokalisieren. Möglich sind die Arbeiten nur durch umfangreiche Fördermittel, die die Stadt Quedlinburg kürzlich dafür bewilligt bekam. Insgesamt 25.000 Euro fließen in die Maßnahmen zum Erhalt der Fragmente aus der Confessio der Krypta in der Stiftskirche. Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, Hochschullehrer, Ökonom. Kurzum, der beste Gast, den der Quedlinburger Lions Club und die Rotarier für einen Vortrag zum Euro im Palais Saalfeld gewinnen konnten. Der Gastvortrag von Hans-Werner Sinn und die damit verbundenen Einnahmen aus den Eintrittsgeldern sowie der Erlös aus einem anschließenden Benefizdinner werden für den guten Zweck gespendet. Von dem Geld unterstützen der Lions Club und die Rotarier den weiteren Aufbau der Quedlinburger Volks- und Schulsternwarte. Ärztekongressen Standard ist, hat das Harzklinikum jetzt erstmals den interessierten Bürgern angeboten. Beim Tag der offenen Tür der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie wurden erstmals in der Harzregion Operationsbilder live und in Farbe in das Tagungszentrum übertragen. Das war von Beginn an voll besetzt, was das öffentliche Interesse unterstreicht. Viele Akteure der Bürgerstiftung Quedlinburg begleiten hier den Start für ein lange vorbereitetes Projekt. Oberbürgermeister Frank Ruch sowie Vorstand und Kuratorium der Bürgerstiftung sind sichtlich stolz, dass die erste Stiftermedaille auf dem Marktplatz platziert wurde. Mit dem Stifterweg werden historische und touristische Wege in der Stadt markiert und neu erschlossen. Dieses und zwei weitere Motive der Stiftermedaille stehen zur Auswahl.
Historische, skurrile und einmalige Einblicke in die Vergangenheit Quedlinburgs bietet die neue Ausstellung, die auf Schloss Quedlinburg eröffnet wird. Bis Mai 2017 sind in drei Räumen des Museums Werke und Werkzeuge von Heinz Kittel zu sehen. Anlässlich des 100. Geburtstags des Quedlinburger Chronisten und Fotografen werden ihm zu Ehren 50 ausgewählte Fotografien ausgestellt. So soll die Ausstellung auch dabei helfen, die Auseinandersetzung des Fotografen mit dem Motiv und der bewussten Bildidee zu fördern. Nach dem Wirtschaftsforum sollte jetzt im Palais Saalfeld die Kultur zur Sprache kommen. Oberbürgermeister Frank Roch und der Kulturausschussvorsitzende Frank Damm hatten dazu eingeladen, um mit Kulturschaffenden und Kulturinteressierten ins Gespräch zu kommen. Unter den 150 Anwesenden waren dabei wohl überwiegend die Kulturschaffenden, die sich an diesem Abend die Zeit nahmen, dabei zu sein, und nur wenige Nutzer des kulturellen Angebotes. Bei einer Fortsetzung bedarf es aber unbedingt einer stärkeren Beteiligung aus der Bevölkerung, damit die Kulturschaffenden nicht im eigenen Saft schmoren, sondern Impulse von außen bekommen. Man muss schon sehr genau hinsehen, will man in einem Kunstdruck auch die letzten Feinheiten und Details erkennen. Selbst der Direktor der Quedlinburger Feininger Galerie, Michael Freitag, kommt da in der neuesten Ausstellung nicht um seine Lesebrille herum. Insgesamt 30 Meisterwerke aus der städtischen Kupferstichsammlung sind nun bis Januar im Seitenflügel der Galerie zu sehen. Ein Querschnitt durch die Geschichte der Grafik der letzten Jahrhunderte. Neben Werken bekannter Künstler wie Max Liebermann, Käthe Kollwitz oder Max Beckmann präsentiert die neue Ausstellung auch einen tiefen Einblick in die Lebensumstände der damaligen Zeit. Von überraschendem Detailreichtum sind die 30 Werke, die noch bis Januar im Seitenflügel der Feininger Galerie zu sehen sind. 5 Jahre der Planung und des grundhaften Umbaus liegen hinter dem neuen Objekt der Lebenshilfe Harzkreis Quedlinburg und den Projektbegleitern. Die Lebenshilfe nahm sich des Standortes an und entwickelte das zentrumsnahe Wohnobjekt. 1,8 Millionen Euro sind in das Modellprojekt für ambulantes Wohnen am Marschlinger Hof geflossen. Weitere Bewohner ziehen ein und der familienunterstützende Dienst stellt hier mit Beratung und Betreuungsangeboten zusätzliche Leistungen bereit. Nicht ganz so spektakulär und imposant wie auf dem Balkon des Ratssaals, sondern wieder wie traditionell üblich auf der Rathaustreppe startet der Quedlinburger Karnevalsverein am 11.11. um 17.11 Uhr in die närrische Zeit. Jetzt geht es Schlag auf Schlag mit dem Breitbandausbau im Harz. Nach Thale und Blankenburg verfügt nun auch Quedlinburg über Highspeed im Telekomnetz. Den Startknopf drückten Oberbürgermeister Frank Roch, Ulrich Thomas als Stadtrat und Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses sowie Telekom-Regiomanager Roland Vogt. So wichtig wie die richtigen Zutaten für den Weihnachtsstollen, so wichtig sind die Zutaten für einen gelungenen Auftakt des Weihnachtsmarkts in der Adventsstadt. In Quedlinburg stimmt das Rezept und das Ergebnis kann sich wieder sehen lassen. Entsprechend groß war der Andrang zur Eröffnung auf dem Marktplatz, wo unzählige Besucher und Familien geduldig auf den traditionellen Stollenanschnitt warteten. 2,4 Kilometer lang, 7,50 Meter breit, mit beidseitigem Bankett auf 10,50 Meter Breite ausgebaut. Das ist die Weiterführung der L66 als neue Ortsumfahrung für Quedlinburg. Die neue Strecke ist ein guter Grund für ein Stelldichein der politischen Akteure und auch der Bauschaffenden, die diese neue Straße schneller als geplant fertiggestellt haben. Damit können jetzt die Verkehrsteilnehmer die neue L66 nutzen. Die Straße ist freigegeben. Ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Welterbestadt Quedlinburg. Vielen Dank. Die Stadt Quedlinburg präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit Regionalfernsehen Harz den Jahresrückblick 2016.